Hallo liebe 3Ds, hallo liebe Renate. Heute zeige ich euch mein Blumenwasserexperiment. Zuerst benötigt ihr eine Schüssel, dann braucht ihr einen Behälter voll Wasser. Jetzt schüttet ihr das ganze Wasser drauf. Jetzt legt ihr es auf die Seite. Ihr malt eine Blume. Jetzt ist meine Blume fertig. Jetzt falte ich die Kanten in die Mitte. So. Jetzt nicht so fest zusammenfalten. Und jetzt lege ich es ins Wasser. Jetzt warten wir auf die Reaktion. Und andere Blumen auch noch. Ein paar drehen sich jetzt um, aber die grüne, wie ihr sehen könnt, die schwimmt schön. Das war's, meine Lieben. Ich wünsche euch viel Gesundheit und dass ihr ein langes Leben habt. Tschüss.